Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Und zwar ist es heute mal wieder ein Tag-Video und zwar wurde ich von der Angerannt getaggt. Und ja genau, das sind 10 Fragen. Und die sind so ein bisschen zu der Person und sowas. Toll, ja, genau. Und das war das beste Intro, was ich je gemacht habe, aber egal, so. Und dann fangen wir gleich mal an mit diesem Tag. Im Hintergrund seht ihr ein Survival Games Gameplay, das auf epicpvp.de erspielt wurde. Ich glaube, so heißt es ja genau, epicpvp.de. Und ja, genau. Dann fangen wir mal mit dem Tag an. Erste Frage, wie heißt du in der Realität? Dorian, was vielen schon bekannt sein dürfte. Wie alt bist du? Ich bin 17 Jahre alt und ja, genau. Wie findest du die Schule? Also am Anfang, wenn man in die erste Klasse kommt, findet man sie ja noch super. Irgendwann dann so, ich sag mal zwischen dritte und achte Klasse, da gibt's irgendwann mal eine, okay, neunte, zehnte Klasse, gibt's irgendwann mal eine Phase, wo man so richtig Kontraschule ist, aber so in der 11. und 12. denkt man sich dann doch, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn man einen guten Schulabschluss hat. Und hier stürmt es gerade wie sonst noch was. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht zu viel und ich hoffe, es halt auch nicht zu sehr, weil ich gerade mein Zimmer neu einrichte und kein Teppich drin liegt und irgendwie halt es da ziemlich. Ja, genau. Was ist deine Lieblingskonsole? Eindeutig der Computer. Da ich hier, also bei der Xbox ist es ja so, da ist eine sozusagen eine Grafik-Engine, eine Grafikkarte drin. Und die kann man auch nicht irgendwie umbauen. Und drum gibt es eben Spiele. Die Grafik beim Computer ist oft viel besser, weil man dort dann einfach eine neue Grafikkarte einbauen kann. Aber bei einer Konsole jetzt nicht mal einfach schnell eine neue einbauen kann, beziehungsweise das einfach zu viel Arbeit wäre für die Hersteller. Genau. Was ist deine Lieblingsspielreihe? Assassin's Creed finde ich eigentlich richtig geil. Bloß bin ich mir zu faul, irgendwie die Missionen zu machen. Aber mal schauen. Und GTA ist natürlich auch noch nice. Was ist dein Lieblingsspiel? Im Moment ist es eindeutig Minecraft. Weil es einfach so viele Spielmodi gibt, die man machen kann und alles Mögliche immer abwechseln dabei ist. Genau. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys. Ja. Mit Freunden treffen, Computerspielen, Badminton und sowas. So normale Sachen eher. Wer ist dein Lieblingsinterpret? Michael Jackson ist ziemlich gut. AC/DC bockt ziemlich. Wer denn noch? Olly Murs fand ich ganz gut. Ape Crime ist mit ihren Liedern auch ziemlich gut. Ich finde, Swing Dein Ding war deutlich besser als die ganzen Lieder von YTT, aber ist jetzt meine Meinung. Zu welchem Fußballverein stehst du? Alter, ist es gerade schlimm mit dem Regen, ja. Zu welchem Fußballverein stehst du? Eindeutig TSV 1860 München. Ja, da gibt es jetzt nicht viel zu sagen. An Bayern gefällt mir einfach nicht, dass wirklich viele Erfolgsfans sind, auch wenn sie es bestreiten. Und das Bayern halt einfach, wenn jemand zu gefährlich wird, ein Spieler von der Konkurrenz, wird da einfach aufgekauft wie Götze oder Lewandowski. Und das nervt mich irgendwie so ein bisschen, dass man da einfach die Konkurrenz dann total ausschaltet oder zumindest es versucht. Und dann ist es eigentlich nicht mehr so richtig spannend. Was ist dein Lieblingsspruch? Lieblingsspruch? Da fragt mich jetzt zu viel. Ja, mein Lieblingsspruch. Ich würde sagen, ich habe jetzt keinen Lieblingsspruch direkt, aber ist halt immer so gerade ein bisschen, was oft gesagt wird, greift man dann natürlich auf. Zum Beispiel im Moment so, läuft bei dir oder sowas. Aber so einen richtigen Lieblingsspruch habe ich jetzt irgendwie nicht. Okay, das war es auch schon wieder mit dem Tag, wie ich sehe. Und dann würde ich sagen, muss ich ja jetzt auch noch jemand taggen und drum nehme ich da jetzt zwei Personen oder drei. Ich würde sagen, ich nehme zwei Personen.
Ne, drei Personen. Und zwar einmal nämlich Janik PvP, einmal dann noch den Keksi PvP und dann noch die Rusted Gamers. Genau, das war's dann von mir und ich hoffe, euch hat's gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch mit dem Gameplay. Peace out. Euer Pixel.